Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 1. Im letzten Part haben wir endlich wieder unsere Waffen erlangt. Oder zumindest das Recht, dass wir sie mit uns führen dürfen. So. Unser nächster Auftrag ist raus von der Stadt hier. Mal schauen, was uns noch so alles erwartet. Nachdem wir ja einen Verräter enttarnt hatten. Kommen wir hier, hier rüber? Okay. Das sah nicht ganz so gewollt aus. So, hier müssen wir raus aus der Stadt. So, Pferd benutzen. Und dann reiten wir mal Richtung Königreich. Natürlich machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. So, da vorne sollten wir dann, glaube ich, eh schon Richtung Königreich kommen. Ist auf jeden Fall ziemlich groß, die Welt hier. Benutzen Sie Konterangriffe, wenn Sie es mit mehreren Gegnern zu tun haben, um einen Vorteil zu haben. Tja, Konterangriffe geben uns sowieso immer einen Vorteil. So, Karte. Aussichtspunkt. Okay, wir müssen zuerst mal hier einen Aussichtspunkt erreichen. Sollte kein Problem sein. So, hier nach oben. Damit wir uns mal einen Überblick verschaffen können. Beziehungsweise die Karte aufdecken können. Ich glaube, es ist auch egal, wo man hier steht. Ich mache es mal von hier. Okay. So viel dann dazu. Ja, und wir sehen schon, hier gibt es sehr viele Aussichtspunkte. Und wir müssen hier nach Damaskus. Ich glaube, hier unten müssen wir später auch noch lang. Zumindest sieht es so aus, könnte man da noch weiter. Reisen wir als nächstes mal hier hin. Dann nehmen wir gleich mal ein paar Aussichtspunkte mit. Wechseln wir das Pferd. Und hier müssen wir dann gleich mal nach links. Ich glaube, auf dem Pferd ist es egal, ob wir entdeckt werden. Da wir eigentlich fast zu schnell für die Templer sind. Naja, wie gesagt, wir sind zu schnell für die Templer. Ungläubiger, ihr werdet mir nicht entkommen. Du kannst dich nicht ewig verstecken. So, komm schnell! Lass die nicht entkommen, euch!
nicht runterfallen. Ja, müssen wir uns ein bisschen wehren. So. Ja, dann wäre das auch gleich mal erledigt. Ja, da unten sehe ich noch so eine Flagge, die wir schon mal eingesammelt hatten. Ja, man sieht, es gibt schon ein paar Sammelobjekte hier. Und ich werde nicht alle Sammelobjekte mitnehmen. So viel mal vorweg gesagt. So, synchronisieren wir uns mal. Und der nächste Todessprung. So, die Flagge nehmen wir noch mit. Ja, wir sehen schon, hier gibt es sehr viele Flaggen. So, mal ganz kurz auf die Karte schauen. Ich glaube, wir nehmen den Aussichtspunkt noch mit und dann gehen wir zu dem Aussichtspunkt, damit wir dann hier oben nach Damaskus kommen. Lass mich doch in Ruhe, ich bin nur auf der Durchreise. Auch ein bisschen nervig, dass wir uns verstecken müssen und die uns nicht mehr suchen. Moment. Okay, wir kommen hier unten gar nicht hin. Dann reisen wir direkt zum nächsten Aussichtspunkt. Nervig, dass die Typen hier nicht ablassen. Ah, muss ich sagen, haben sie im zweiten Teil fast besser gelöst, dass die einfach nach einer gewissen Zeit aufgeben. Die muss man sich extra verstecken. Naja, sollte ja kein Problem sein, wenn wir hier den Todessprung machen gleich. So, erstmal Todessprung. So, jetzt könnten die auch aufgeben mit der Suche. Ja, haben sie aufgegeben, die Suche. Okay, das sieht aus wie ein Hauptmann von denen. Ah, ich weiß nicht, ob wir den töten sollten oder ob das nicht so gut rüberkommt. So, ein Aussichtspunkt haben wir hier vorne noch. Und dann auf nach Damaskus. So, natürlich wieder ein bisschen schneller reiten. Wir wollen ja nicht erst in 3 Tagen dort ankommen. Mm.
Und wir sehen schon, die Aussichtspunkte sind immer im Besitz von den Templern. Das heißt, wir müssen uns sogar ein bisschen vorbeischleichen an denen. Ja. Okay, doch, weiter nach oben. Ja, Klettersteuerung haben sie ja auch zum Glück in den späteren Teilen überarbeitet. So, dann synchronisieren wir uns wieder. Okay, hier haben wir keinen so guten Sprung. Hier kommen wir nicht mitten ins Lager. Ich weiß ja nicht, ob das so von Vorteil ist, wenn man hier mitten im Lager ist. So. Ah, hier ist noch eine Flagge. Wie gesagt, die gibt es hier fast überall. Ja, zumindest sehen wir schon, dass es hier 100 Stück davon gibt. Und dann reisen wir nach Damaskus. Wenn wir da vorne mal ankommen. Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen sie einen Gangster. Gut zu wissen. Nur haben wir bisher noch gar keine Messer. Wir haben nur ein Schwert und unsere Klingen. Wurfmesser besitzen wir noch gar nicht. Damaskus ist scheinbar ziemlich groß. Sieht so aus, als würde ein Verbündeter von uns herumgeschubst werden. Aus dem Weg! Hier wirst du sterben! Ja, komm schon. Ja, wieso steht der auch hier im Weg? Riskiere ich besser nichts. Kommt alle heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Okay. Hier haben wir ein paar Gelehrte. Und ich möchte noch mal ganz kurz in die Option Audio. Ja, machen wir die Soundeffekte ein bisschen runter. Und die Sprachlautstärke lassen wir. Allerdings machen die Musik noch ein bisschen runter. Da man den Typen gerade fast nicht verstanden hat. So, und wir sollten glaube ich sogar mit denen hier mitgehen, da wir da vorne sonst nicht reinkommen. Oder so kommen wir besser gesagt schneller rein. Machen uns sogar extra den Platz frei. Und bei der Gelegenheit sehen wir uns doch nochmal die Karte an.
Okay, hier sind wir vom Königreich gekommen und hier ist unser erster Aussichtspunkt. Und hier geht es auch überall zum Königreich. Bürgerviertel, Nobelviertel und Armenviertel sind wir jetzt angekommen. Ist auf jeden Fall für die damalige Zeit schon ziemlich detailliert gewesen. So. Können wir uns jetzt wieder frei bewegen. Und wir müssen nun zum Aussichtspunkt. Und der nächste Bürger, der unsere Hilfe braucht. Selber schuld, wenn man die Bürger belästigt. Ja, hab das nicht anders verdient. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Tja. Hoffentlich lässt du mich dann auch noch im viel besseren Licht dastehen. Und nicht nur als Mörder. So, hier oben haben wir wieder eine Flagge. Und hier gibt es auch 100 Stück. Ah, wie gesagt, die werde ich nicht alle einsammeln, da das einfach zu lange dauern würde. Vor allem daher ich die Flaggen nicht mal auswendig wüsste. So, synchronisieren wir uns mal mit der Stadt. Und springen runter. Okay, hier gibt es 9 Aussichtspunkte. Die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Okay, hier haben wir ein paar Nebenaktionen. Und unser Assassinenbüro. Dachrennen. Machen wir mal den Taschendiebstahl. Ist gerade am nächsten. Jawohl. Ich glaube, das ist hier auf der Seite. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Was wollt ihr? Na, von dir will ich gar nichts. Sind zu nah. Hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen, viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Redseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Okay. Naja, der Brief wird allerdings nicht ankommen. Ah, verdammt.
Okay, wir müssen uns nochmal den Dialog anhören. Beziehungsweise... Brief stehlen, wenn er nicht hinsieht. Darf man es, glaube ich, nicht mitbekommen. So, und da haben wir den Brief. Ah, okay, wir müssen hier auch noch drüben. Hier kommen wir nicht aufs Dach. So, und hier haben wir noch ein Rennen. Und noch ein Ziel. Habe ich hier was markiert? Ah, Bürger retten. Wo ist denn der? Na, da hinten. Ah, leider haben wir Konten noch nicht erlernt. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Das ist alles. Okay, und den nächsten Bürger gerettet. Okay, die Flagge wollte ich gerade gar nicht aufsammeln. Na, ist auch egal. Okay. So, hier oben sollten wir das Rennen haben. Genau, bei dem Typen. Allerdings, glaube ich, werden wir den erst in der nächsten Folge ansprechen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Assassin's Creed wieder. Ciao.